liebe Leute, welcome back in GT6. Wir sind immer noch in der International A und jetzt machen wir die S-Lizenz, also für die Super-Lizenz natürlich, dass wir einen Schritt weiterkommen. Das nächste ist hier mit einem, was ist denn das für eine Kiste? Alfa Romeo, glaube ich, ne? Ja, Teilnahme möglich, alles klar. Meine Nase ist schon wieder voll, werde ich wieder krank oder was los? So. Besser. Richtig schön, die Nase voll. Lecker, lecker. Tipps, Ihre Kontrolle der komplexen Beschleunigung durch die mittelschnellen Kurven bestimmt hier über den Ausgang. Sie können nicht einfach das Gaspedal nach jeder Kurve durchtreten. Für den Erfolg müssen Sie es schaffen, das Gaspedal partiell zu drücken. Die letzte Kurve wird gegen Ende deutlich enger, also achten Sie darauf, dass Sie nicht übersteuern. Vielleicht hast du auf mir gute Ratschläge zu geben, Computertyp. Pass mal auf jetzt. Wie ist Rock? Also die erste war golden, richtig geil. Da ging es richtig steil. Jetzt wird es nochmal schwieriger wahrscheinlich. Die S-Lizenz. Ich guck mal kurz rein, ob alle wieder gefahren sind. Ob ich meine ganze... Oh. Ach Mensch, hab mich verklickert. Das ist, wenn man zu breite Finger hat, zu fette Daumen. Die Finger, die sie zum Benutzen dieses Gamepads benutzen. Geht ja gar nicht, ne? Geht gar nicht. Was er erzählt wieder für eine Scheiße. So, komm schon. Super, Lizenztest S2, ein bisschen normal bleiben, ne? Man muss ja nicht immer gleich durchdrehen, ne? Ist ja, man kann ja auch mal Balle flach halten, keine großen Ankündigungen, bevor man nicht weiß, ob man es kann, ne? Ganz wichtig, ganz wichtig. Andererseits ist es auch mal ganz gut, wenn man am Anfang große Sprüche macht, ist man ja sowieso im Zugzwang und dann gibt man sich extra viel Mühe. Deswegen sage ich, ich will der beste GT6-Fahrer der Welt sein. Ich glaube, es ist sogar so, ne, dass die richtig guten GT6-Fahrer, von Polyphony und Sony eingeladen werden. Was? Bei Nacht? Wollt ihr mich denn ein bisschen verarschen? Na, guck mal, was das Ding hier kann. Okay. Sieht übel aus bei Nacht. Ich bin viel zu weit außen. Ich will rein in die Mitte, da komme ich. Oh Gott! Alles klar, ey, das ist übel. Das ist echt übel. Jetzt nicht so übel wie mit dem Hiwaga Pagani, aber auch gut übel. Und, oh nee, voll fuck schlecht Gas gegeben. Ich komme. Ich bin echt voll geil hier auf die Strecke. Das macht Bock mit dem. Ey, der macht echt Spaß, das Auto. Der macht echt Spaß, weil es wirklich, ja, noch fahrbar ist, ne? So, ich komme von hinten. Ich ramme mich halt von hinten. Voll unterschätzt. Voll unterschätzt eben die Kurve nochmal da hinten. Aber jetzt. Langsam rantasten. Wie lange muss ich fahren? Oh, wieder immer runterdreht nochmal. Kackding. Komm schon. Zieh, Junge, zieh. Ja. Ich bin da. Ah, widerlich. Dann kommt hier gleich diese komische Kurve, die ist voll übel. Da ist sie. Hab sie. Schön, dass ich die Strecke schon ein bisschen kenne. Ja, denkst du, ne? Denkst du? Jetzt, Leute. Oh Gott, kann ich ja gar nicht mitgehen. Ich taste mich langsam ran hier. Also ohne Bremsen geht's nicht. Okay, du musst anbremsen. 3, 2, 1. Zieh, Junge, zieh. Ja. Ja, genau so. Bisschen zu langsam gewesen, aber es passt noch. Jetzt Gas. Oh, ich bin ja nur am quietschen hier.
Oh Gott, komm nicht rum. Okay, ich bin noch. Oh Gott, da kommen sie alle angeschissen. Na los. Bin noch in der Zeit, oder? Ja, ein paar sind noch hinter mir. Komm schon. Ah, die bremsen wieder nicht hier, ne, an der Ecke. Scheiße, ich aber. Oh, sind die aber echt schlecht. Oh Gott. Oh Gott, da habe ich es gar nicht mehr hingekriegt. Da habe ich es gar nicht mehr zum Schluss hingekriegt, ey. Ich war gut am Anfang, aber dann habe ich... Ich habe teilweise... Denn der sind auch ewig, bis er wieder rausballert. So, wird's mal langsam hell hier? Los. War nicht so gut, aber egal. Komm, Gas, Alter, Gas. Partiell, partiell, was sie von mir wollen. Partiell Gas geben, also geht's noch, oder was? Partiell Gas geben, wo gibt's denn sowas? Nicht richtig rum hier. Da bin ich schlecht. Also in der Ecke bin ich echt schlecht. Jetzt. Gut, das war gut. Na? Ich bin noch dran an den Jungs, aber... Komm, zieh rein. Jawohl. Komm, zieh, Junge. Zieh, zieh, zieh. Ich bin viel zu weit außen, ich bin viel zu weit außen, ey. Komm nicht rum! Komm nicht rum! Scheiße! Und krieg ich die letzte Kurve nicht hin! Gibt's doch nicht, oder? Und dann bin ich so langsam auf einmal. Aber die Kiste ist geil! Ein richtig guter Alpha hier. Komm schon. Das war richtig so. So war's gut. Da bin ich noch ganz vorne mit dabei. Hier, bei der Ecke da. Voll übertrieben. Ich war echt... Das ist das Schöne, man ist dann teilweise... Also langsam rein, schnell raus. Funktioniert bei der Kiste hier absolut wunderbar. Muss man auch. Das sehe ich halt, wie die anderen dann rauspfeifen aus den Kurven. Wie sie mich dann wieder einholen. Ich gehe zwar schneller rein, aber komme nicht so schnell raus. Beste Beispiel ist hier. Bisschen anbremsen und schon. Guck mal, schon bist du wieder ganz vorne mit dabei. Ja, 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 ja. Zu schnell wieder. Ach, Mann. Doch wieder ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Ich würde ganz gerne mal den Anfahrtswinkel von der letzten Kurve. Das hätte mich mal interessieren. Jetzt passieren wir wahrscheinlich wieder am Anfang jetzt den Haufen Fehler, die dann... Okay, das war jetzt nicht so gut. Alles so eng beieinander hier am Anfang. Ja, das war gut. Haha, richtig geil. So, jetzt ist die Frage halt, ne, da unten. Da unten ist die Entscheidung. Da unten liegt die Entscheidung jetzt. In den letzten zwei Kurven, die sind halt so richtig langgezogen, widerlich. Wie kriegt man die am besten? Bin ich aber richtig langsam hier. Wie
Die, guck mal, die, da verschätze ich mich jetzt komplett. Das ist jetzt schon das dritte Mal, ne, wo ich mich da komplett verschätze. Da reicht es Bremsen nicht. Am Anfang brauchst du gar nicht bremsen anscheinend. Und dann zum Schluss musst du halt nochmal bremsen, aber... Ohne die Übung, ne? Shit, ey. Am Anfang war ich richtig gut jetzt und zwischenzeitlich auch richtig gut drin. So, da bin ich auch wieder ganz weit vorne dabei, aber... Das ist nicht so schnell, ne? Ja! Ach, Mann! Komm schon! Kann nicht so schwer sein! Ich will zumindest mal gerne Zeit fahren, aber 1,27,80 übel aus. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Jungs. Ich mach's mal aus, okay? Einfach mal gucken, einfach mal gucken. Wie es ohne läuft. Aber ist man halt nicht so angespornt, ne? Wenn man mit den Jungs fährt. Nur am Quietschen, der Scheißding. Ah, komm ich rum? Mehr oder weniger, ne? Ah, ich bin noch gut dabei. Ja, es reicht, oder? Komm ich rum, ja. Gib ihm, los, komm schon. Hier, das raff ich nicht. Das raff ich hier nicht. Guck mal, dann bremse ich hier zu viel und dann auf einmal... Ja, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, ne? 24, 25, 26, 27. Na, nicht ganz. Komm gleich nochmal. Gleich nochmal hinterher. Nicht viel. Was fehlt? Also für Gold fehlt nicht viel. Machen wir nochmal eine. Zumindest fahre ich mal ohne. Fahre ich mal ein Ziel ohne Kollegen. Zählt noch. Gehst du Quietscher nur? Oh, ich bin. Oh, das ist noch vor mir, okay, aber ich habe ja in der letzten Kurve so viel Zeit gelassen. Boah, immer noch vor mir. Komm schon, los. Jetzt muss ich es einmal hinten hinkriegen, ordentlich. Widerliche Kurve da. Nee, so kommst du da nicht rum. Krass, oder? Man kommt da nicht rum, ey. Kranke Scheiße. Also ich schaff's nicht direkt. Weil zum Schluss kriegst du nochmal so einen richtigen Haken. Nee, ihr seht das da unten auf der Karte. Da kriegst du nochmal so einen richtigen Dreckshaken weg. Ey, wir sind nur noch am Quietschen hier. Gottes Willen. So. Ich muss ja nicht viel schaffen, nur ein bisschen. So, hab ich ihn schon, oder? Oh ne. Nicht zu schnell, ne? Jo, wie er sich komplett rausschießt dann. Oh, Leute, jetzt krieg ich es wieder gar nicht hin.
Ich will aber nicht mehr so lange. Ich will jetzt das schaffen. Mach die Jungs wieder aus. Das hat am besten funktioniert. Wenn ich einfach nicht gucke, mich einfach auf die Strecke konzentriere. Weil die bricht auch überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, warum die darauf kommt, dass die ausbrechen könnte. Also. Die ist so gutmütig, die macht gar nichts hier. Na? Jo. Boah, da vorne war ich. Da bin ich aber echt langsam. Oh, komm. Ich bin aber echt extrem langsam gewesen. Ich muss sie anmachen jetzt. Ich muss wissen jetzt, wie schnell ich bin. Das ist das Problem, wenn man jetzt nämlich dann gepeitscht wird durch die anderen. Komm. Komm, Baby, komm. Ja. Ja, 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 bin rum, okay. Scheiße. Scheißdreck! Oh Gott! War gut teilweise. Also der erste Abschnitt war nicht so schlecht. Es waren nur ein paar Hundertstel, die echt irgendwie rausholen, oder? Boah, wie schnell ich war. Guck mal, wo ich jetzt bin. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Irgendwie eine Mischung finden aus beiden. Irgendwie so schnell wie am Anfang hier und dann. Komm mal rein herum. Ah, scheiße. Scheiße, hoch 10 ist das. Jetzt kommt es nämlich an. Das ist nämlich jetzt hier die Entscheidung. Wie geht das hier am schnellsten? Wie kommt man da am schnellsten rum? Ja. Viel zu viel gebremst da vorne. Reicht nicht. Nicht schlecht die Zeit, aber reicht nicht. Ach, ja. Will wieder nicht, ne? Wegen ein paar Hundertstel. Wird er wohl drin sein, oder? Oh, gleich noch. Komm, das war ja gar nichts wieder. Man muss da echt auf dem Gas bleiben am Anfang. Das ist echt scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt in den Fahroptionen noch was machen kann. Auf geht's. Wie schnell ich da war? Ey, warum war ich so schnell da? Ja, los. Ja, ich bin aber zumindest dran, ey. Habe ich jetzt Zeit verloren. Habe ich jetzt Scheiße gebaut. Habt ihr gesehen, ne? Warum muss ich mich wieder so dumm anstecken? Guck mal, ich habe jetzt die ganze Zeit immer gute Zeiten gefahren. Bin immer weiter vorangerückt. Und dann jetzt, wegen hier 54. Piss. Scheiße. Jetzt war ich ein bisschen quer gestanden hier. Nicht schlecht rumgekommen. In Ordnung. Oh, das war eine Scheiße zusammen. Warum bin ich vorhin so schön gefahren? Ich muss das ausmachen. Ich muss die Scheiße ausmachen, sonst kriege ich eins hin.
Komm schon. Aus. So. Ja, gut. Ich war auch langsam, das war auch nicht schön, also teilweise noch nicht mehr sofort, dass ich irgendwie so saudumm fahren würde, jetzt. Ich hab am Anfang habe ich die erste Kurve so schön genommen immer hier. So, genau. Bisschen querstellen, dann passt das. Leck mich doch fett! Ey, das sind nur 54. Ich weiß ja genau, wo ich sie verloren habe, diese 54. da hinten. Also es war irgendwo da hinten. In der letzten Kurve, da habe ich ja echt ewig gebraucht. Da bin ich ja langsam gefahren wie Sau. Da wäre es ja locker drin, den einzuholen, aber man muss es dann auch mal wieder dahin schaffen. War gut. Das war mal gut. Ja, ich bin im... Oh nee, da ist der andere wieder. Oder ich, besser gesagt. Und los. Ah, los jetzt, komm runter. Das ist aber gut, was ich jetzt gerade fahre. Nee, da war ich wieder zu wenig gebremst. Man muss da einfach mehr bremsen, sonst komme ich da nicht rum richtig. Komm schon, ey, komm schon! Ich hab da hinten so die Schnauze voll, jetzt die letzte Kurve da. Scheiße, hoch 10! Kann das denn so schwer sein? Du Pfosten! Kackpfosten! Das war wieder, wo ich jetzt eben Zeit verloren hatte. Ich war am Anfang war ich besser und dann oben an der oberen Kuppe war ich dann wieder schlechter. Unbegreiflich. Fahr doch rein, los. Ach, leck mich doch fett, dieses Scheißspiel. Oh, das ist auch mal so Mäusemelken. Kann man sich ja wieder so dumm anstellen bei so einem Ding? Ich dachte, ich mach das wieder hier. Zack, bim, bam, bum. Zwei, drei Versuche und los geht's. Hätte ja auch geklappt. Zwei, drei Versuche waren ja die ersten Versuche waren auch viel besser als der Scheiß jetzt, den ich hier fabriziere, verbock ihn dazu. Jetzt bist du bist ja gezwungen, jetzt Zeit rauszuholen irgendwo. Oh, jetzt bin ich so aggro, jetzt rock ich's. Bremsen und fahren und fahren. Scheiße, ist der schnell. Los. Und wieder der Huck. Oben, von oben runter zu viel Gas gegeben. Ich bin gut in die Kurve reingekommen, aber dann habe ich einfach nicht das Gefühl für die Kurve, wann ich dann Gas geben soll. Sondern, gibst du früh Gas und dann komme ich nicht mehr richtig raus. Und dann pfeifst du mich gerade aus der Kurve unten. Scheiße, hoch 10 ist das hier. Ja, war gut. Oh nein, komm, es war so gut! Ah, du Scheiß! Ey, ich war so gut eben. Zumindest die erste Teil, das waren zwei Kurven, ne?
fuck off, ey, fuck off. Ja. Dieses Spiel macht mich, es macht mich echt zum Mörder. Wenn ich mir was nachhole, dann habe ich halt Silber, mein Gott. Letzter Versuch. Letzter Versuch gilt. Egal. Jetzt habe ich übersteuert eben. Bin aber noch da, bin noch dran. Ja, ich bin da, aber jetzt muss ich am Ende auch das hinkriegen, ne? Darauf kommt es irgendwo an. Am Ende die Kurve da irgendwie hinkriegen. Schneller als ich vorher war. Ja, da komme ich. Da ist es. Das ist es. Ja, 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 komm, fahr. Ich hab die Schnauze schon wieder gestrichen voll, da ist er. Komm, das sind doch, oder? Das sind doch. Das ist es doch. Ja! Gottes Willen! Oh, dieses Spiel ist scheiße. Wir sehen uns, Leute, in der nächsten Folge. Alter, ciao, Mann. Ciao.